Ja, und so sehe ich also aus hier. Offenbar reichte die Software nicht, mich ein bisschen mehr wie George Clooney aussehen zu lassen. Dafür ist unser Studio ganz schön gelungen. Und auch nicht gelogen war das Versprechen vom fliegenden Cabriolet, mit dem es jetzt also losgehen kann. Der Mann neben mir heißt, wie man mir sagt, Cypher Black und ist offenbar einer der ersten Schweizer im Second Life überhaupt. Und heißt im echten Leben Ronnie Fischer. Mit seiner Firma WeWorlds bietet er Second Life-Beratung für Schweizer Unternehmen an. Frage, wie kann man denn überhaupt Geld verdienen in diesem Second Life? Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Man kann Objekte verkaufen, man kann Dienstleistungen verkaufen, Service verkaufen, Zeit verkaufen, Land verkaufen. Es ist unendlich. Also Möglichkeiten sind unendlich und insofern sind auch die Möglichkeiten zum Geld verdienen sehr, sehr vielfältig. Die Fahrt führt zum Haus der Publicitas. Der Medienriese aus Lausanne hat im Second Life eine eigene Filiale eröffnet. Wer hier eintritt, wird sogleich von virtuellen Mitarbeitern empfangen und über die Publicitas informiert. Hinter den Figuren stecken echte Menschen. Kommuniziert wird meist über Chat. Über Internettelefonie kann man aber auch direkt miteinander sprechen. Das sind die Zeitungen, die wir vermarktet und verlegen. Sie können auf die Zeitungen draufklicken. Der Geschäftsführer von Publicitas International Schweiz, Daniel Schüppach, glaubt, Second Life ist ein neues Kommunikationsmittel. Tausende von Kunden bringt es aber noch nicht. Wichtig ist, dass man es nicht vergleicht mit dem Internet. Im Internet ist wichtig, dass man eine Masse ankriegt. Und im Virtuellen, also hier im Second Life, ist ganz, ganz wichtig, dass man die Interaktivität dort gewährleistet. Dass man also jemanden hat, wenn man einen Besucher hat, der jemanden hat, dass man dort in Kontakt hineinkommt. Dass es nicht einfach neutral ist. Der nächste Stopp, die Swisscom. Sie bietet den Bewohnern an, aus einer Telefonzelle gratis eine SMS in die reale Welt zu verschicken. Erstaunlicher ist ein anderes Angebot. Bei Swisscom kann man einem fremden Second Life-Bewohner einen Blumenstrauß kaufen. Der Clou dabei? Das Geschenk wird nicht nur virtuell überreicht, sondern auch im realen Leben. In 1 bis 3 Tagen werde der Strauß geliefert. 94% der Weltbevölkerung könne man so erreichen. Die Swisscom experimentiert hier in einem ganz neuen Geschäftsfeld. Wir sind eigentlich erst im Verlauf vom Projekt auf die Idee gestoßen. Das ist nicht eine Idee gewesen, die wir von Anfang an hatten mit dem Geschenkservice. Das ist etwas, was entstanden ist, weil wir eigentlich gesehen haben, das gibt es noch nicht. Spannend ist, es ist eine internationale Community, die über die ganze Welt verteilt ist. Also man fokussiert sich nicht auf die Schweiz, sondern alle Dienste, die man eigentlich macht, ergeben am meisten Sinn, wenn man sie so macht, dass sie jeder Einwohner dieser Welt nutzen kann. Ohne große Ankündigung hat auch Coop versucht, im Second Life Kunden zu testen. Das Experiment? Ein Spähtrupp der Coop-Zeitung zieht mit einem Einkaufswagen herum und tauscht Bernardinerwelpen gegen ein 5-minütiges Gespräch. Über 60 Stunden Gesprächsmaterial mit möglichen Kunden wurden so gesammelt. Marktforschung virtuell. Ob der Versuch für den Konzern erfolgreich gewesen ist, will Coop nicht kommentieren. Michele De Lorenzi von der Informatikkommission der ETH Zürich gilt als Pionier der virtuellen Welten. Die Versuche, im Second Life Geschäfte zu machen, sind heute noch kein Massenphänomen. De Lorenzi glaubt aber, Second Life ist ein ganz neuer dreidimensionaler Zugang zum Internet. Ich denke, als Menschen sind wir als dreidimensionale Wesen aufgewachsen. Wir bewegen uns in einer dreidimensionalen Welt. Eigentlich ist 3D viel natürlicher als ein Blatt, als eine Webseite. Und deswegen liegt das da uns auch viel näher. Es ist sicher heute noch eine Spielwiese. Die Leute müssen mit dieser Technologie lernen, umzugehen. Ich denke, das wird in einigen Jahren wirklich normal sein, dass neben einer normalen Webseite auch diese 3D-Möglichkeiten geben wird und ein Teil der Geschäfts in diese dreidimensionale Welt abspielen wird. Noch sind die Geschäfte im Second Life also eher Geschäftsexperimente, aber die Firmen möchten hier schon mal dabei sein. Danke für die interessante Tour, danke meinem Fahrer Cypher Black. Und die Erde hat mich wieder, die erste, die richtige. Und wir sind wieder unter uns, Menschen aus dem First Life.